eingebunden haben die beherzten Ogauer ihr Fußball-Oktoberfest in der Superdarbe der ersten Klasse Nord. UFC Ogau gegen den Nachbar Sportclub Freistadt Rust. Und dieses Oktoberfest-Darby widmet Ihnen WS-Installationen aus Rust. Die Ogauer in den hellen Dressen, erst jetzt als Lotterieclub der Runde ausgezeichnet, sind in der Tabelle weiter vorn als Gegner Rust. Jetzt auch Humake, hey! Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten aus der Nachbarschaft gab es genau vor 2 Jahren, damals noch in der zweiten Klasse Nord. Im ersten Spielabschnitt aber haben die Ruster mehr vom Spiel, kommen die Gastgeber nur selten zu echten Chancen, wie hier. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis zum Führungstor der Freistädter. Eckball von rechts. Da sind etliche Beine im Spiel, aber da geht der großgewachsene Radovan Akberger in die Höhe und bringt die Kugel vorbei an Kipper Kern von den Ogauern. 1:0 also steht es zu diesem Zeitpunkt. Es ist die Minute 31 für die Gäste aus Rust. Ja, schön gemacht, dieser Kopfball von Radovan, dem Langen der Ruster. Ja, und damit also die 1:0 Führung oder das 0:1 in Minute 31. Ja, macht es hier die Kampfmannschaft der Ruster der Reserve nach. Die hat nämlich im Vorspiel mit 1:0 die Ogauer in die Schranken gewiesen. Beim 1:0 bleibt es also bis zur Pause. Vor mehr als 500 Festgästen geben sich nun die Ogauer in Hälfte 2 weit besser, weit gefährlicher und kommen dadurch natürlich auch zu besseren Möglichkeiten. Ja, und sie kommen nicht nur zu Chancen, sondern auch zu Toren. Andrea Petkovic macht das hier. Da sieht aber der Tormann, der Ruster, nicht gut dabei aus. Allerdings, wie jetzt die Wiederholung zeigt, ist ihm der Ball auch von den Fingern darüber gerutscht. Und da ist der Torschütze mit der Nummer 13 auf dem Rücken, Andrea Petkovic. Er hat hier dieses 1:1 erzielt. Wieder Hoffnung jetzt für die Ogauer. Ja, meistens kommt es anders als man denkt. Die beiden Mannschaften fighten hier im Finish noch auf Teufel komm raus. Jeder möchte hier gewinnen, möchte als Sieger vom Platz gehen. Die Ogauer natürlich, weil sie hier das Fest haben. Die Ruster wollen den Nachbar in die Schranken weisen. Aber die Verlängerung von Schiri Kaplan um 4 Minuten nach der regulären Spielzeit macht es aus. Getümmel im Ogauer Strafraum und da behält Sekunden vor dem Abpfiff Dominik Stadelmann die Nerven. Er knallt hier das Leder in die rechte Ecke und damit sind die Ruster hier in diesem Oktoberfest-Derby die großen Gewinner. Ja, die Ruster sind in den Standards gefährlich, das haben sie hier bewiesen und wieder war ein Corner-Ausgang für ein Tor, auch das 1:0 ist so gefallen und ebenso das 2:1. Rust gewinnt also in Ogau mit 2:1. Und dennoch wird angezapft in Ogau und bald heißt es nach diesem erfolgreichen Knaller des Bürgermeisters. Ja, und? Ich darf Sie recht herzlich zum 5. Oktoberfest
den Suchtjogger begrüßen. Dann bedankt sich Oberobmann Walter Schneeberger beim scheidenden Bürgermeister Schmidt für dessen 20-jähriges Engagement für den UFC. Und der Bürgermeister wiederum stellt sich dabei mit einem namhaften Betrag für diesen Verein zum Abschied ein. Fotografieren.